Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Wonders. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Mario Wonders. Ich habe ein paar Infos hier zum heutigen Part, zuallererst, also zum heutigen zweiten Part. Diese Woche sind zwei Parts pro Tag statt einem. Das habe ich auf dem Discord schon geschrieben, aber ich erwähne sie eben kurz. Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich habe ein paar Infos für euch, dieses Projekt betreffend. Und eine dieser Infos konntet ihr direkt am Anfang beim Intro wahrscheinlich schon bemerken. Dieses Projekt ist ab sofort ein Solo-Projekt und kein Core-Projekt mehr. Ich will darauf ganz kurz eingehen. Ich versuche mich kurz zu halten, aber ich gebe euch dennoch einen Zeitstempel über meinem Kopf, bis die Infos rum sind. Für die, die wissen wollen, warum das hier Solo ist, empfehle ich wirklich hier eben kurz reinzuhören. Und zwar, ihr habt es ja wahrscheinlich gemerkt, dass es bei den Parts immer und immer wieder mal technische Probleme gab bei Sunny, beziehungsweise über die Software, die Sunny ermöglicht hatte, bei mir mitzudaddeln. Das hat hier teilweise gut funktioniert, aber es gab auch so viele Probleme, dass Sunny irgendwann gesagt hat, möchtest du das Projekt nicht lieber alleine fortführen, weil mir ist das so zu anstrengend. Es gab, also, wie ihr direkt raushören konntet, keinen Streit. Sunny und ich sind nach wie vor beste Freunde und machen noch das ein oder andere Projekt noch zusammen. Halt nur hier haben wir uns gesagt, komm, lass das mal bleiben. Gerade weil es so viele technische Probleme gab. Des anderen hätte ich ihn wahrscheinlich sowieso darauf angesprochen, ob ich das eventuell alleine weitermachen soll. Nämlich aus demselben Grund, warum dieses Projekt diese Woche zwei Parts statt einem bekommt. Das letzte Video, was ihr heute Morgen bzw. heute Mittag bekommen habt, das war der letzte Koop-Part, den ich mit Sunny zusammen aufgenommen hatte. Und das Auto hatte ich nochmal im Nachhinein aufgenommen. Wie gesagt, es gab halt einfach technische Probleme und allein weil das Projekt so extrem weit hinten hängt, weil ich immer und immer wieder mal auf Sunny warten musste, ist es ja kein Geheimnis, dass mich das auch genervt hatte irgendwo. Ja, genau deswegen, weil das Projekt so weit hinten hängt, ich bin ganz ehrlich, hätte ich es solo gemacht, wäre ich wahrscheinlich schon mindestens in der letzten Welt. Deswegen bekommt dieses Projekt zwei Videos diese Woche pro Tag statt nur einen. Das wird aber auch nur bei dieser Woche so sein. Ich werde mich nach wie vor versuchen, in dem Zeitfenster der Videos wie vorherzuhalten. Halt so zwischen 10 und 20 Minuten. Ich versuche die Parts nicht länger zu machen. Ich sag auch, wie es ist. Ich bin trotz allem traurig, dass Sunny jetzt nicht dabei ist. Das macht mich mega traurig, aber wenn es nur zu Problemen führt, Sunny konnte beim letzten Mal, wo wir es versucht haben, nicht mal OBS sehen, das heißt, er konnte nicht mal das Spiel sehen, dann macht es halt einfach keinen Sinn und deswegen haben wir dann halt beschlossen, dass ich das Solo weitermache. Sunny war damit auch komplett okay. Eventuell guckt er das Projekt ja auch noch weiter zu. Wenn ja, Sunny, kannst du gern was in die Kommentare schreiben. Hier an der Stelle. Und das ist eigentlich auch alles an Infos, was es dazu jetzt gab. Ich habe euch jetzt so in 2-3 Minuten jetzt Infos gegeben. Ich habe mich wirklich kurz gefasst, aber ich wollte, dass ihr Bescheid wisst, dass es keinen Streit gab. Sunny und ich sind nach wie vor beste Freunde. Es liegt einfach nur daran, dass es extreme technische Probleme gab und wir deswegen das jetzt alleine weitermachen. Aber damit ich hier nicht komplett alleine sitze, habe ich zumindest die beiden Kameraden auf meinen Schultern. Danke für eure Unterstützung. So. An der Stelle habe ich dann jetzt alle Infos, wie gesagt, rausgehauen. Wir können dann jetzt mit dem Leben weitermachen. Und mit dem Level zuerst anfangen, was ich und Sunny beim letzten Mal noch machen wollten, aber er dann plötzlich weg muss. Nämlich Raserente Rennen. Ihr könnt dann ja auch am Ende hier das Aufnahmedatum sehen. Also ich werde das hier definitiv jetzt wesentlich aktiver aufnehmen.
Ah, ich verstehe schon. Und geschafft. Also ihr seht, am 30.05. nehme ich das hier gerade auf. Eine erhebliche Differenz zum letzten Mal. Ich muss jetzt auch nachgucken, welche Level wir jetzt überhaupt nicht gemacht hatten. Ich würde sagen, wir machen hier links. Ich mache so oder so alle Level. Das sind diese Drawings, ne? Und die kann ich berühren, ohne dass die mir wehtun, oder? Nee. Was war das denn gerade? Achso, wenn die die schubsen, dann machen die mir keinen Damage. Geld. Und die können halt selbstständig hüpfen. War klar. Um Gottes Willen, ein großer Drawing. Ich gebe mir mal Pilz. Boing. 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 Das Level macht mir Spaß. Wir können natürlich auch einen positiven Aspekt sehen, da wo ich jetzt alleine bin. Es gibt niemanden mehr, der mir die Sicht mopsen kann. Das war nämlich mega nervig aus Sicht. Hab's. Ich glaube, ich hätte eigentlich den Cooper dafür nutzen sollen. Nix hier mit Schlafen. Schlafen ist illegal. Schlafe nur ich. Und das auch nur während Autofahrten. Am besten, wo ich dann auch noch selber fahre. Ich habe mir diesmal übrigens den Rettungsspruch gegeben. Ich kriege echt viele Blumen. Ich bin schon gespannt, was da rauskommt. Was hat mir hier für nicht Spaß? Oh, wieder alles verlangsamt Land. Alter, ist ja nicht langsam. Ich ignoriere mal die Münzen. Das war's mit meinem Elefanten. Ah, endlich ist wieder alles schneller. Wollte gerade sagen, es fehlt doch noch die eine Münze. Und Tabs. Der Weg ist nicht mehr versperrt. Oh, ein Abzeichentest für den dicken Duko-Sprung. Eine Wüstenarena. Schrecklich. Kommt ihr sehen, was mit unserem Palast passiert ist? Seit dieser Fiesling sich da bereit gemacht hat, traue ich mich nicht mehr in die Nähe. Der Palast war immer von so viel schönem Wasser umgeben.
Ich habe dort den Tag verbracht und mit Freunden geplaudert. Ach, das waren rosige Zeiten. Ich glaube jedenfalls hier, bis dieser Fiesling endlich wieder weg ist. Sieht aus, als ob da unten noch ein Test ist. Hier so versteckt. Der Schnaufpasser hoch die Bühne. Das ist ein schönes Bild, Leute. Schönes Level. Das Farbwechsellabyrinth. Ich muss schon sagen, hier diesen Schwebesprung mag ich mitunter am meisten. Magst du das Rätsel? Ja, vor allem, wenn ich Vasen zerdeppern darf. Hoi, ich sehe einen Schlüssel. Die Farbe von der Blume hat sich mit verändert. Die Stelle sah so verdächtig aus. In einer der Vasen war Wasser drin. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Level. Ah, okay, ich verstehe, wie diese Echsen funktionieren. Die sind lustig. Nie gedacht, dass das Schlüsselsystem mal irgendwann wieder zurückkommt. Ich habe bisher keine Zehnermünze gesehen, das ist mir zu verdächtig. Da ist schon wieder das Wunderding. Ich hab doch 100 pro die 10er Münzen übersehen. Die Frage ist nur, wo? Ich kann hier jedenfalls hoch. Wer ist da, Mario? Ich kann ihn mit Feuer abwerfen. Feuer mag er nicht. Bringst du mich um, wenn ich dich berühre? Er verfolgt mich zwar, aber ist nicht besonders schnell. Er tut mir weh, wenn er mich berührt. Wie gesagt, mir ist das so verdächtig, dass ich bisher keine Zehnermünze gesehen habe. Das ist mir viel zu verdächtig. Ich hab die doch 100 pro übersehen. Also eine habe ich offenbar gesammelt. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass ich eine gesammelt habe.
Das Wasser hat eine Thema höhere Reichweite, als ich dachte. Oh, Blume. Da unten auf jeden Fall. Ich geh mal runter. Das ist erst Münze Nummer 2. Ist es wichtig, wo ich lang gehe? Jetzt ja. Ich will aber auch mal oben gucken. Den Schlüssel habe ich auf jeden Fall schon mal bei mir. Ah. Wusste ich doch, dass ich beide Wege lang will. Ist auf jeden Fall eine interessante Welt. Nee, ich bin zu doof, da durchzuhüpfen. Ach, ich muss von oben hier rein. Ich habe die Emo-Taste gesucht. Nicht schlecht. Yay. Nicht schlecht. Gut gemacht. Geschafft. Und wir haben eine Verschnaufpause freigeschaltet. Endlich! Wir haben es durch das Labyrinth geschafft. Den hat der Zadi mal vorgelesen. Hier in der Wüste gibt es ja wirklich viele Verstecke und Geheimnisse. Oder wir gerade beim Thema sind. Irgendwo in der Wüste soll ein Abzeichen verborgen sein, das dich viel, viel schneller macht. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen die Verschnaufpause noch mit. Doch. Ja gut, an der Stelle würde ich mal sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann.